Den meisten ist bekannt, dass Olivenöl für unser Herz gesund ist. Vor allem hat es einen positiven Effekt auf den Blutdruck. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass die dafür verantwortlichen Wirkstoffe in hoher Menge auch in den Blättern vorkommen. Wenn der Arzt bei der gesunden Untersuchung einen erhöhten Blutdruck feststellt, der noch nicht mit Medikamenten behandelt werden muss, empfiehlt er meist die altbekannten Maßnahmen. Regelmäßig bewegen, weniger Salz essen und auch bei fettreichen tierischen Lebensmitteln ein bisschen kürzer treten. Wenn möglich, sollte man diese ungesunden Fette gegen gesündere ersetzen. Also beispielsweise anstatt der Packung Chips lieber mal zu Nüssen greifen. Im Olivenöl und auch den Olivenblättern sind sogenannte Polyphenole enthalten, die sich positiv auf den Blutdruck auswirken. Der Vorteil der Blätter ist, dass man aus diesen die Wirkstoffe leichter gewinnen und aufkonzentrieren kann. Um das zu veranschaulichen, 2 Tabletten mit einem Extrakt aus den Blättern haben tatsächlich denselben Wirkstoffgehalt wie ein ganzer Liter Olivenöl. Studien haben sogar gezeigt, dass der Effekt eines solchen Olivenblattextrakts mit dem eines niedrig dosierten Blutdruckmedikaments vergleichbar ist. Sie sehen also selbst, wie viel Potenzial in diesen Olivenblättern schlummert. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung, um den Blutdruck in den Griff zu bekommen. Den besten Effekt erzielen Sie mit einer regelmäßigen Einnahme.